Er wird als einer der bekanntesten spirituellen Lehrer der Gegenwart gehandelt. Er ist Benediktinermönch, Zen-Meister und nennt die Dankbarkeit sein Lebensthema. David Steindl-Rast. Das wollten wir besser verstehen und sind zu ihm ins Kloster nahe Salzburg gereist. Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Vielen Dank, dass du uns hier empfängst im Kloster. Hier ist man per Du, deshalb spreche ich dich als Du, Bruder David, an. Du wirst in diesem Jahr 98 Jahre alt. Wie schaust du selber auf diese fast 100 Jahre Erdgeschichte zurück? Wenn ich so auf die Entwicklung der Welt während meines Lebens zurückschaue, dann sehe ich das Wesentlichste, was sich verändert hat, ist, dass die Ehrfurcht verloren gegangen ist. In meiner Kindheit war das einfach, konnte man das einfach voraussetzen, man hat gar nicht darüber nachgedacht. Alle Menschen, das war vorausgesetzt, das war das Wasser, in dem wir als Fische geschwommen sind, dass man vor dem Leben Achtung hat. Man hat von Gott gesprochen. Also ich bin nicht dafür, von Gott zu sprechen. Es führt nur zu Missverständnissen. Aber ich erzähle, in meiner Jugend hat praktisch jeder Mensch hier und da von Gott gesprochen. Und wenn Gott erwähnt wurde, hat man gemeint, das, was uns als Menschen verbindet, und wovor man Ehrfurcht hat. Aber das ist ja spannend, was du sagst, weil du bist 1926 in Wien geboren. Dann wurdest du später eingezogen im Zweiten Weltkrieg, hast 8 Monate dort gedient, bist dann untergetaucht. Und du sagst aber trotzdem, in deiner Zeit gab es mehr Ehrfurcht vor dem Leben, ausgerechnet in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das ist erst nach dem Zweiten, es ist im Laufe, wie ich sage, im Laufe meines Lebens zusammengebrochen. Und es ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengebrochen. Wenn man den Hitler hört, der spielt ja immer darauf an. Der Hitler spielt sich ja, in jeder seiner Reden erwähnt er Gott. Und das war nicht, das ist damals nicht so irgendwie, uns ist es aufgefallen, denen, die gegen ihn waren, ist aufgefallen, dass er das eben als Mittel verwendet. Und wir haben uns darüber geärgert. Aber für die Massen war das völlig angepasst. Wenn heute jemand in einer politischen Rede Gott erwähnt, wundert man sich, wovon redet denn der? Wenn du das so skizzierst, dann klingt das nicht, als würdest du besonders optimistisch auf unsere Welt schauen. Weshalb konntest du denn so alt werden? Ich glaube, mit Optimismus oder Pessimismus hat das nichts zu tun. Ich Sondern? möchte kein Pessimist sein, aber ich möchte auch kein Optimist sein, denn die Pessimisten sagen, wie es heißt, dass sie ja selber Optimisten sind, nur mit besserer Information. Also, ich möchte Realist sein. Und Realist mit Hoffnung. Und Hoffnung im spirituellen Sinn ist etwas ganz anderes als Hoffnungen, die man hegt. Die Hoffnungen sind immer etwas, beziehen sich immer auf etwas, was man sich vorstellen kann. Aber Hoffnung ist Offenheit für Überraschung. Das ist meine Definition für Hoffnung. Offenheit für Überraschung. Und das Überraschende ist immer etwas, was ich nicht vorstellen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es in dieser verfahrenen Welt, in der wir heute leben, überhaupt weitergehen kann. Ich kann mir es nicht Aber vorstellen, aber ich bin voll Hoffnung, dass es weitergehen wird, weil immer wieder Überraschungen kommen. Und das ist auch in meinem eigenen Leben
dass immer wieder Überraschungen gekommen sind. Das heißt, Bruder David ist voll unkonkreter Hoffnung. Das trägt ihn weiter. Ja, konkrete Hoffnung ist ja gar keine Hoffnung. Das sind ja nur Hoffnungen und die werden immer zerschlagen. Mhm. Das wissen wir aus Erfahrung. Wenn ein langes Leben wie meines etwas zeigt, ist, dass Hoffnungen früher oder später zerschlagen werden. Mhm. Aber Hoffnung, wenn sie zerschlagen werden, schenkt uns das Leben etwas Besseres. Mhm. Und das habe ich auch gelernt. Lebensvertrauen. Mit jedem Tag, jeder Tag in meinem Alter ist ein Geschenk. Man wundert sich, dass man noch einmal aufwacht. Mhm. Aber jeder Tag vermehrt das Vertrauen ins Leben. Denn es zeigt immer wieder, dass wenn etwas schief geht, das Leben damit plant, uns noch etwas Besseres zu geben und noch etwas Besseres. Ich habe die Frage davor auch gestellt, ob du eine Ahnung hast, weshalb du so alt wurdest, weil du hast dich auch viel mit dem Buddhismus beschäftigt und mit anderen Religionen. Und im Buddhismus gibt es diese Haltung des Anfängergeistes, also dass man Dinge so tut, jedes Mal, als würde man sie das erste Mal machen. Für mich auch, dieses Gespräch zu führen, als hätte ich noch nie ein Gespräch geführt. Wir haben auch noch nie ein Gespräch geführt. Und das soll dazu führen, dass es eben, dass der Alltag nicht abnutzt in einer Gewohnheit, und dass man sich eine Ursprünglichkeit erhalten kann. Also, ich nehme das Altwerden einfach als ein Geschenk des Lebens hin, das zugleich Gabe und Aufgabe ist. Mhm. Aber einen Grund dafür zu finden, das liegt mir nicht sehr nahe. Aber wenn du das jetzt schon so sagst, Olivia, ein kindliches Gemüt oder ein kindlicher Geist, den habe ich immer gehabt. Ich kann jetzt noch wie ein Kind spielen und mich freuen. Ich glaube, ja, vielleicht ist es auch nicht so allgemein, vielleicht ist es schon was Besonderes, aber das ist eigentlich auch ein Geschenk des Lebens. Dieses Bewusstmachen, dieses Wundersleben, das kann man gut machen, wenn man auch teilweise zurückgezogen in einem Kloster lebt. Ich lebe in keinem Kloster. Ich führe einen regulären Alltag, gehe in mein Büro, arbeite zu Hause, mache Sendungen. Die meisten Leute da draußen, die uns zuhören und zuschauen, leben so wie ich. Wie können Sie diese, sage ich mal, Haltung auch in Ihr Leben einbauen? Aufs Leben hinhorchen, Augenblick für Augenblick, mhm, und dem Leben zu antworten. Das ist ein Grundsatz, der gar nicht davon abhängt, von den Lebensumständen. Überhaupt nicht. Zum Beispiel, wenn du in der Früh aufwachst und deinen Tagesplan anschaust, dass du das mit der Haltung tust, aha, das und das schenkt mir heute das Leben, das und das verlangt das Leben von mir. Da hast du ein Gegenüber. Das Leben ist dein Gegenüber. Es lebt dich. Du lebst ja nicht, wenn wir uns fragen, ob wir das Leben haben oder ob das Leben uns hat. Da hat das Leben entschieden, uns. Und trotzdem können wir uns dem Leben gegenüberstellen. Das ist etwas sehr Geheimnisvolles eigentlich. Sehr tief. Wir sind das Leben lebt uns und wir sind im Dialog mit dem Leben. Und wir müssen immer hinhorchen, weil wir können auch unseren ganz eigenen Weg gehen, einfach taub und schlafwandlerisch. Das ist auch möglich und leider tun das Menschen. Aber das gesunde Menschenleben ist, dass wir hinhorchen, was will das Leben jetzt von mir, und es dann tun. Aber immer auch zugleich, und was schenkt mir jetzt das Leben? Und das Leben schenkt uns in jedem Augenblick so viel mehr, als wir erwarten oder erwarten dürften.
Jetzt sprichst du immer wieder vom Leben, als wäre es ein Subjekt. Das, was will das Leben von mir? Ja, ja. Was heißt das? Was ist das Leben für dich? Dahinter steht mein Verständnis vom Leben. Es ist ein Subjekt. Es ist unser großes Du und es ist das Es, geheimnisvolle Es, das alles gibt. Es gibt das, es gibt das. Es gibt sogar mich. Was ist dieses Es? Mhm. Es ist völlig geheimnisvoll. Es ist das Herzstück des Lebens, die Mitte des Lebens. Und wir stehen auch ständig im Dialog. Wenn du dir das vergegenwärtigst, Olivia, dann ist dein, wenn du über du über dein Leben nachdenkst, ist dein Leben ja nicht eine Reihe von Episoden, zusammenhängenden Episoden. Du weißt, du hast eine Lebensgeschichte. Mhm. Und diese Geschichte, dass es eine Geschichte ist, setzt voraus, dass du sie jemandem erzählst. Eine Geschichte ist dazu da, auch erzählt zu werden. Du erzählst sie dir selber und du erzählst sie aber auch jemand anderen, dem großen Du. Du stehst diesem großen Du gegenüber, das ich das Leben nenne. Man kann es auch sehr vorsichtig, und ich würde das kaum erwähnen, Gott nennen. Weshalb hast du so große Zurückhaltung, das Gott zu nennen? Weil das Wort Gott so missbraucht und so missverstanden wird, dass es nur zu weiteren Missverständnissen führt. Außer man weiß genau, mit wem man spricht. Und in einem Interview ist das nicht der Fall. Weil man nicht weiß, wer alles zuhört. Ja, ja, ja. Aber man kann es das große Geheimnis des Lebens nennen. Das große Geheimnis im Herzen des Lebens. Und wir sind selber nur, wir können eigentlich nur ich sagen, weil es ein Du gibt. Und diesem Du wollen wir unsere Lebensgeschichte erzählen. Und kein menschliches Du versteht es. Je mehr man jemanden lieb hat, umso mehr will man ihm seine Lebensgeschichte mitteilen. Mhm. Und so schmerzlicher fühlt man auch, das können alle Menschen nachvollziehen, dass immer etwas übrig bleibt. Irgendwo bleibt immer diese Grenze dann auch, das Sagbare. Und das erkläre ich mir, das verstehe ich, im Sinne, dass unser eigentliches Du nicht neben den anderen, sondern in allen anderen und alle anderen Du umfassende Du ist eben dieses große Geheimnis, mit dem wir in Beziehung stehen als Menschen. Wenn du jetzt von der Lebensgeschichte jedes Menschen sprichst, schauen wir doch ganz kurz ein bisschen zurück in deine eigene Lebensgeschichte. Erzählen wir etwas davon. Du hast in Wien Anthropologie und Psychologie studiert, hast auch in Psychologie promoviert, bist dann deiner Familie in die USA nachgereist, glaube ich 1952 ins Kloster Mount Xavier in den USA eingetreten, nahe New York. Und ich habe in einem alten Interview von dir gehört, wie du gesagt hast, damals hättest du entschieden, ins Kloster einzutreten, weil du Zeit haben wolltest, dich den wichtigsten und letzten Fragen zu widmen. Stimmt, das stimmt. Was waren diese Fragen oder sind sie dieselben Fragen geblieben? Ich glaube schon. Die Fragen sind ja nicht, habe ich ja nicht formuliert, sondern es sind eben, ist eine fragende Haltung dem Leben gegenüber, und da gibt es viele verschiedene fragende Haltungen. Ein Wissenschaftler spezialisiert sich auf Fragen, die
auch das Leben betreffen, aber sein bestimmtes Fach. Mhm. Und jeder Mensch hat seine bestimmten Fragen. Aber mein Interesse, wie ich gesagt habe, war immer auf das Große, auf die Letzte, immer noch mehr, noch tiefer und noch zusammenfassender gerichtet, schon von Anfang an. Und du hast, um dich damit zu beschäftigen, hast du dich teilweise auch zurückgezogen. Du hast während, glaube ich, insgesamt 10 Jahren auch als Eremit, also Einsiedler, gelebt. Erzähl mal etwas darüber, weil ich kann mir vorstellen, für die Leute heutzutage, die ständig mit irgendwelchen Bildschirmen beschäftigt sind, sich ablenken und so weiter, für die wäre das eine extrem krasse Konfrontation, plötzlich nichts mehr zu haben, dass sie immer nach außen bringt. Ich war lange Zeit in einem Kamaldoleser-Kloster in Big Sur in Kalifornien. Mhm. Und das ist sehr schön gelegen und sehr abgelegen und wunderschöne Gegend. Und da wollten Leute sind immer wieder Leute dort, die so auf Einkehrtage kommen. Und wenn Leute zum ersten Mal gekommen sind, haben wir ihnen immer gesagt, bleiben Sie nur 1 oder 2 Tage und schauen Sie sich das mal an. Und manchmal haben Leute gesagt, nein, ich möchte unbedingt auf 1 Woche kommen. Nach dem 3. Tag sind sie in Panik abgefahren und haben gesagt, diese Stille kann ich nicht ertragen. Ja. Also, du lachst. Da hast du vollkommen recht. Das, aber zur Balance, zur Ausgewogenheit sollte jeder Mensch schauen, was er braucht und irgendwann im Tag eine kurze Zeit, brauchen wir vielleicht nur ein paar Minuten sein. Viele Menschen finden eine halbe Stunde morgens oder abends oder in der Mittagspause können sich das manche einteilen. Einfach still sein, einfach die Gedanken kommen und gehen lassen und nicht anhängen, einfach frei sein. Und viele Menschen, natürlich immer noch ein kleiner Prozentsatz, aber viele Menschen entdecken auch, dass man zu Klöstern gehen kann in unserer Welt und dort kurze Zeit verbringen, eine Woche oder ein paar Tage oder auch länger, das ist schon hilfreich. Was würdest du denn sagen, hat dir diese Zeit auch in der Einsiedelei, was hat das in dir bewirkt? Plato spricht davon, auch Plotinus, glaube ich, allein mit dem Alleinigen. Mhm. Wenn man es in Worte fassen könnte, wäre es schon nicht mehr das Richtige. Mhm. Einfach eine Konfrontation mit dem großen Geheimnis des Lebens. Mhm. Aber nicht irgendwo anders, sondern im Zähneputzen, im Gehen, im Sitzen, im vor sich hinträumen. Das ist spannend, weil gewisse Leute würden wahrscheinlich sagen, so ein Rückzug ist sowas wie eine Realitätsflucht. Und du würdest in dem Fall sagen, es ist gerade das Gegenteil. Es ist natürlich die absolute Konfrontation. Genau das Gegenteil. Es ist eine Konfrontation mit der Wirklichkeit. Mhm. Das andere ist eine Flucht von der Realität. Aber es ist ein enormer Luxus. Und wir wissen das ja auch, wie dankbar wir sein müssen im Kloster. Der Gründer von meinem Kloster in Amerika hat immer gesagt, glaubt nicht, dass ihr so besonders seid. Im Gegenteil, die anderen können das in der Welt tun. Ihr braucht sein Kloster. Ja. Ich spreche das auch an, weil eben die meisten Leute, die uns zuhören und zuschauen, die, also Menschen insgesamt, streben auch nach Besitz. Sie wollen eine Wohnung, vielleicht ein Auto. Sie wünschen sich eine Familie, Mann, Frau, was auch immer. Und ich habe in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie ursprünglich, glaube ich, 12 Kinder oder zeitenweise 12 Kinder haben wollten. Ja. Wissen Sie oder können Sie sich erklären,
warum das für Sie einen Reiz verloren hat? Eigentlich kann ich meine Entscheidung, wenn man das so nennen kann, ins Kloster zu gehen, auf eine ganz genau auf ein Erlebnis zurückführen. Und davon habe ich auch schon mehrmals erzählt. Gleich nach dem Krieg, es muss 46, 1946 gewesen sein, da war ich gerade 20, war ich in den Ferien, Sommerferien in Salzburg bei Freunden, wunderschön gelebt, mitten in der Altstadt, mit einer Girlfriend und das war das erste Mal, dass die Festspiele wieder stattgefunden haben, die Salzburger Festspiele. Und ich habe Zugang gehabt zu amerikanischen Zigaretten, habe selber nicht geraucht und konnte dadurch überall hinein. Man brauchte nur so in der Tasche dieses Kamel herausschauen lassen. Und ich bin mit meinem Girlfriend in die Felsenreitschule gegangen, das, wo die Festspiele waren. Wir sind in die Garderobe, wir waren so sicher. Wir haben in der Garderobe unsere Kleider abgegeben. Dann sind wir zum Parterre gegangen und ich habe dieses Kamel herausschauen lassen und habe gesagt zum Ascher, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, der Platzanweiser. Ah, ja. Sie haben nicht vielleicht einen leeren Platz? Ja, selbstverständlich. Sind wir schon gesessen vorne, wunderbar. So einfach war das. Also es war eine herrliche Zeit, aber ich habe dann zurückgeblickt auf meine Jugend und wir waren sehr, sehr glücklich. Trotz Krieg, trotzdem unsere Freunde. Ich habe mehr Freunde gehabt, die schon im Krieg umgekommen sind, als noch gelebt haben. Trotzdem war es wirklich eine freudige Jugend. Und damals, in dieser Zeit, habe ich mich gefragt, warum? Und da ist mir die Antwort klar geworden, weil wir den Tod ständig vor Augen gehabt haben. Diesen Satz habe ich in der Regel des heiligen Benedikt gelesen. Wir haben alles gelesen, was wir gewusst haben, dass die Nazis nicht wollten, dass wir lesen. Und die Regel des heiligen Benedikt war auch so, war ja nur ein ganz kleines Büchlein. Und darin ist ein Satz, den Tod alle Zeit vor Augen haben. Und wie ich das gelesen habe, damals schon, hat mich das bewegt. Das war unsere Situation. Und jetzt habe ich darauf zurückgeblickt und mir gesagt, darum waren wir so glücklich. Denn das hat uns im Augenblick leben lassen. Und im Augenblick leben ist die einzige Möglichkeit, glücklich zu sein, denn sonst strebt man ja immer nur dem Glück nach oder bedauert, dass man das Glück nicht mehr hat. Aber der einzige Augenblick, wo man wirklich glücklich sein kann, ist der gegenwärtige Augenblick. Und das, so mussten wir leben. Und darum waren wir wirklich glücklich inmitten aller dieser Schwierigkeiten. Und das ist mir damals so klar geworden. Und weil ich es eben mit dem Satz vom heiligen Benedikt verbunden habe, habe ich mir damals schon gedacht, eigentlich sollte ich Mönch werden, sonst geht es bergab. Und wollte aber nicht, das hat mir sonst gar nicht so gepasst. Also du bist ja, man muss dazu sagen, du bist ja in einem katholisch geprägten Umfeld aufgewachsen mit deiner Mutter, deinen zwei Brüdern, die Eltern haben sich früh getrennt und du hast eben früh Literatur gelesen, man liest das auch in deiner Biografie, du hast früh Rilke gelesen. Ja, und eben ganz besonders auch eine katholische Schule, die mir sehr viel gegeben hat, die Neulandschule in Wien, da bin ich ewig dankbar. Und ja, wie du sagst, wir waren schon so drauf eingestellt, das war eine Möglichkeit. Aber ich bin dann doch 7 Jahre lang davon gelaufen. Dann habe ich Kunst studiert, dann habe ich
weil ich mich interessiert habe für Kinderkunst, habe ich dann Psychologie studiert und Völkerkunde, Primitivkunst, Kinderkunst, das hat alles zusammengehängt. Immer wieder habe ich ein Alibi gefunden und dann bin ich nach Amerika, wie du auch schon gesagt hast, weil meine Familie eben drüben war und war aber drüben sehr unglücklich. Der Kulturschock war entsetzlich für mich. Ich wollte ja gar nicht hinüber, bin nur wegen meiner Familie hinüber. Mir hat es gar nicht gefallen. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, das Kloster, das ich dann entdeckt habe, noch weitaus dem näher, was ich aus Europa gekannt habe, wurde auch von einem Europäer gegründet. Ich habe gefragt, einen Freund, ich habe gesagt, weißt du, wenn ich im Mittelalter gelebt hätte, wäre ich ein Benediktiner geworden. Aber die Benediktinerklöster, die ich kenne in Österreich, die haben schon eine tausendjährige Tradition. Und ich möchte die Regel des heiligen Benedikt, ich möchte zurückkommen auf das Ursprüngliche. Und da hat der gesagt, komisch, ich habe gerade irgendwo gelesen, dass in Elmira, New York, ein Kloster gegründet wurde. Die wollen genau das, die wollen auf die ursprüngliche Regel zurückkommen. Bin sofort hingefahren, am nächsten Tag schon, mir das angeschaut, war weniger als einen Tag dort und habe mir entschieden, das ist es. Genau. Aber du hast jetzt zuvor gesagt, eben, das hängt ja damit auch zusammen. Du hast die Benediktregel gelesen und von diesem Zeitpunkt an auch für dich wie diesen Satz, den Tod vor Augen haben, so ein bisschen als Mantra, glaube ich, auch durch dein Leben mitgetragen. Und ich habe mich dann gefragt, für mich als jetzt doch noch relativ junger Mensch, ich habe das Gefühl, vor mir ist noch der Horizont so relativ offen. Ich überlege mir, welche Pläne soll ich noch machen? Wie soll ich mein Leben auch nutzen? Wie geht es dir als bald 98-jähriger Mensch? Welche Pläne machst du dir? Machst du dir größere Pläne, Tag für Tag? Wie gehst du damit um? Na, manchmal muss man Pläne machen, zum Beispiel. Unser Interview musste ich schon einen Monat früher also in den Kalender eintragen. Mhm. Aber meistens ist nichts drin, sondern es kommt Tag für Tag. Mhm. Aber für mich gilt immer noch eigentlich, was auch für mich als junger Menschen und sicher auch für dich gilt, wenn wir uns fragen, was sollen wir jetzt weitermachen? Genau. Kommt immer zuerst die Frage, was würde mich wirklich freuen? Mhm. Das ist das Wichtigste. Und das mache ich immer noch. Was soll ich morgen machen? Was würde mich wirklich freuen? Aber es ist halt schon mehr Gewohnheit geworden. Ich brauche das nicht ausdrücklich fragen. Das Zweite ist, kann ich es? Wir wünschen uns manchmal etwas, möchten was machen, was wir gar nicht können. Mhm. Fallschirmspringen oder so. Und die dritte Frage, und die ist die wichtigste, ist, und wozu bietet mir jetzt das Leben Gelegenheit, auf das hinzugehen, was mich am meisten freut? Mhm. Und dieses Hinhören, dieses Hinhorchen ist ganz was Wichtiges. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, wenn sie nicht wahr ist, ist sie gut erfunden, dass jemand das gehört hat und gesagt hat, also was ich mir am meisten wünschen würde, ist am Meer zu sitzen, zu lesen und sonst nicht viel zu tun zu haben. Und hat, was ist also jetzt, wie frage ich jetzt, was bietet mir jetzt das Leben als nächste Gelegenheit, dorthin zu kommen? Also die Ads, die Anbietungen in den Zeitungen gelesen für Berufe und ist Leuchtturmwächter geworden.
die kleinen. Das ist ein kreativer Dinge. Umgang mit den Wünschen. Ja. Es sind die kleinen Dinge, die man beachten muss, was so kleine Schritte auf das hin, was einen am meisten freut. Aber das erinnert mich an etwas. Vor einigen Jahren war der berühmte US-amerikanische Psychiater Irvin Yalom in dieser Sendung. Der hat viel mit sterbenden Patienten gesprochen und er hat sich dann eben auch Gedanken darüber gemacht oder das zusammengefasst, was für diese Leute ein wertvolles Leben ausgemacht hat. Hören wir ihm kurz zu. One of the ways I use that in therapy. In meiner Therapie verwende ich eine Art Gleichung. Je mehr ungelebtes Leben in uns drin ist, desto größer ist der Horror vor dem Tod. Anders gesagt, je mehr wir bedauern, was wir nicht gelebt haben, desto mehr fürchten wir den Tod. Wenn wir beide so ein Gespräch hätten und ich Sie fragen würde, was Sie an Ihrem bisherigen Leben bereuen, würden Sie wohl auf einige Dinge stoßen. Und wenn Sie solche Dinge gefunden haben, würde ich Ihnen eine weitere therapeutische Frage stellen. Nehmen wir an, dass wir uns in einem oder zwei Jahren wieder treffen. Können Sie mir sagen, was für weitere Dinge Sie in dieser Zeit anhäufen werden, die Sie bereuen? Je nach Ihrer Antwort frage ich Sie dann in diesem Therapiegespräch, was können Sie tun, um in den nächsten beiden Jahren so zu leben, dass Sie nichts bereuen? Anders gesagt, leben Sie das Leben, das Sie leben möchten und häufen Sie keine Dinge an, die Sie bereuen werden. Wir haben das jetzt gerade gehört, wie viel ausgeschöpftes oder unausgeschöpftes Leben vielleicht interessanter gibt es denn in dir, würdest du sagen? In dieser Hinsicht habe ich ehrlich gesagt nichts zu bereuen. Mhm. Was ich bereue, ist, Menschen beleidigt zu haben, enttäuscht zu haben, oft völlig, immer völlig unabsichtlich. Mhm. Das tut mir leid. Weil je älter ich werde, umso klarer sehe ich, dass wir das eigentlich das Einzige, worauf es ankommt, ist, liebenswürdig zueinander zu sein und einander Freude zu machen. Jeden Tag, wenn ich die Augen aufschlage, bete ich, dass ich Gelegenheit haben könnte, jemandem Freude zu machen. Das ist schon das Wichtigste. Ich habe das auch mitgebracht, weil daran interessant finde ich, und das merke ich zum Beispiel als junger Mensch auch, wenn man so das Leben noch vor sich hat, und ich glaube, es gibt vielen Menschen so, sie haben Angst, das Leben nicht auszuschöpfen, eben etwas zu bereuen, etwas nicht gemacht zu haben. Und gerade du, der du in deinem Leben doch auf viele Dinge verzichtest, auf die ich zum Beispiel nicht verzichte, hattest du nie diese Angst, dass du etwas nicht erlebst in diesem Leben, dass dir etwas entgeht? Naja, wenn wir dankbar leben, dann sind wir so dankbar für das, was uns geschenkt ist, mhm, dass wir gar keine Zeit und Energie haben, darüber nachzudenken, was wir sonst noch wollten. Mhm. Aber wenn wir, das ist eine Einstellungssache, wenn wir darüber nachdenken, wie wir das Leben ausschöpfen könnten. Das ist ja, wie wir es uns vorstellen. Das Leben hat immer andere Pläne. Wir sollten nie noch was bietet mir das Leben? Das ist das Entscheidende. Was bietet mir das Leben jetzt und hier? Und das ausschöpfen, das ist, was hier erwähnt wurde, ist mir schon in meiner Kindheit aufgefallen. Ich habe es auch ausdrücklich ausgesprochen. Wenn man auf den Ferien zum Beispiel sich wirklich, wirklich freut an jeden Tag, auch wenn es regnet und da was findet und so weiter, wenn dann die Ferien zu Ende sind, ist es leichter, als wie wenn man sich immer was anderes gewünscht hätte, wenn man es nicht ausgeschöpft hätte. Das ist mir damals schon aufgefallen. Mhm. Und das gilt nicht nur für die Ferien, das gilt eben fürs ganze Leben.
Du hast mal gesagt, wenn wir jetzt über den Tod auch noch ein bisschen sprechen, in einem der Bücher, ich weiß nicht mehr genau wo, wir Menschen sollten darauf hinwachsen, am Schluss des Festmahls des Lebens, so klingt es ja auch, wenn du darüber sprichst, nach vielen Leckerbissen einen Stein zu verschlingen, der den Tod symbolisiert. Das hast du, ich weiß nicht mehr wo genau, geschrieben. Wie kommst du auf den Stein? Weshalb ist der Tod der Stein? Das war im Zusammenhang mit einer Geschichte aus dem Evangelium, der sogenannten Versuchung Jesu. Mhm. Und die Geschichte erzählt, dass Jesus in der Wüste war und 40 Tage gefastet hat. Und wie er hungrig war, hat der Versucher ihm gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sag doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Mhm. Die Steine, die so rumliegen, wenn man Hunger hat, schauen aus wie Brotlaibe. Und im Zusammenhang damit habe ich gesagt, wenn, und Jesus antwortet darauf, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, wenn die Steine, offensichtlich in dem Zusammenhang, sind auch die Steine ein Wort aus Gottes Mund. Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort aus Gottes Mund. Das zeigt an, dass alles Wort aus Gottes Mund ist, auch die Steine. Also alles Angenehme und auch alles Unangenehme. Und wir sollten uns halt daran darauf vorbereiten, dass hier und da in einem Rosinenbrot eine Rosine sich als kleiner Stein herausstellt. Und wir darauf beißen, das kommt ja öfters im Leben vor. Und am Ende kommt dann der Tod, das Sterben, das wir eigentlich nicht wollen. Unser ganzer Leib, alles lehnt sich dagegen auf. Mhm. Und da sollten wir dann schon so in Übung sein, dass wir auch hier wissen, auch dieser große Stein ist ein Wort aus Gottes Mund. Das heißt, wie blickst du deinem eigenen Sterben entgegen? Ich habe Angst vor dem Drum und Dran. Mhm. Das Kranksein und die hilflos sein und vielleicht sich nicht mehr verständlich machen können. Mhm. Alle die Dinge, die so damit vor dem Aufhören des dieses physischen Lebens habe ich keine Angst, sondern wir kennen ja so alles Wichtige in unserem Leben, gehört ja nicht dem physischen Bereich an. Wenn du ein Haus dein Heim nennst, Heim ist nicht etwas Physisches. Wenn du übersiedelst, wird das andere dein Heim. Das ist nicht was Physisches. Oder Treue, Verantwortungsbewusstsein, das sind nicht physische Dinge. Und im Lauf des Lebens mehr und mehr in diesem Bereich sich zu Hause zu fühlen, bedeutet, dass wenn dann das Haus weg ist, weil du stirbst, auch der Leib weg ist, dann übersiedelst du. Wie das geht, habe ich keine Ahnung, keine Ahnung. Das wissen wir nicht, das gehört dazu. Aber dass mit dem Tod nicht alles aus ist, das wissen wir eigentlich, weil vieles uns zugehört und wir ihm zugehören, was eben nicht sterben kann. Treue kann nicht sterben als solche. Sogar Liebe kann nicht sterben. Nur ist was, ist Liebe es denn, was ist es denn an Bruder David, das nicht sterben wird? Das Selbst. Also ich verstehe
dass wir alle, jeder von uns kann ich sagen, und wir sind ganz, ganz verschieden voneinander. Aber wenn wir wirklich betonen wollen, wer wir sind, sagen wir ich selbst. Mhm. Und das ist mehr. Und dieses Selbst ist unser eigentliches Sein. Und das Selbst ist nur eines. Hat nicht einmal eine Mehrzahl in der deutschen Sprache. Man kann nicht von Selbsten sprechen. Also wir sind viele Ich und ein Selbst. Und dieses Selbst ist nicht physisch. Und das Selbst überlebt. Wie das ist, weiß ich nicht. Aber ich kenne mich ja als nicht nur als Ich, leiblich, sondern auch als Selbst, mhm. als Ganzes, mhm. als mit allen Menschen verbunden, als mit allen Tieren verbunden, als mit der ganzen Schöpfung verbunden. Das ist, dort bin ich eigentlich zu Hause. Das ist nachvollziehbar, sicher, ne? Ja, es geht, weil diese Selbsterfahrung ja eben auch an der Leiblichkeit hängt und an dieser Kombination von diesem Selbst und Ich. Aber du klingst sehr zuversichtlich, dass diese Veränderung... Naja, dem Ich tut's nicht an, aber das dem Selbst tut's nicht an, aber das Ich ist weg und das ist in meiner gegenwärtigen Erfahrung sehr unangenehm. Wir wissen eben nicht, wie es dann ausschaut. Aber das gehört dazu. Aber das Wichtigste ist uns ja das Selbst. Und dass das nicht verloren geht, können wir auch gewissermaßen wissen, weil eben was nicht physisch ist, nicht sterben kann. Wir erleben es nur, wir können nur darüber nachdenken, weil wir eben ein Hirn haben und so weiter. Genau, man weiß halt auch nie, ob es nur existent ist, sozusagen, weil wir darüber nachdenken, oder? Das ist die andere Frage. Aber... Naja. Dann hätten wir es ja erfunden, aber das ist nicht unser Erlebnis. Das ist nicht unser Erlebnis. Ja. Der Irrtum kommt daher, dass wir glauben, dass unser Hirn die Gedanken erzeugt. Aber das wird auch selbst von der fortschrittlichen Wissenschaft ja mehr und mehr hinterfragt. Genau. Ja, ich möchte das gar nicht vertiefen, sondern auch auf einen anderen Punkt jetzt so in den letzten 10 Minuten des Gesprächs kommen, nämlich auf die Dankbarkeit, die du zuvor genannt hast. Ich habe es zu Beginn gesagt, das ist ja ein Lebensthema für dich. Du hast auch eine sozusagen Bewegung gegründet rund um die Dankbarkeit. Du warst bei der wohl bekanntesten Talkmasterin der Welt, bei Oprah Winfrey, zu diesem Thema, hast einen TED-Talk zum Thema gemacht, der schon über 3,5 Millionen Aufrufe hat. Viel mehr. Ja, das tut mir leid, wenn ich da untertreibe. kannst du mir erklären, weshalb Dankbarkeit für dich so ein wichtiges Thema geworden ist? Wir kennen alle irgendjemanden, der alles hat, was er braucht und todunglücklich ist. Und das sind immer die undankbaren Menschen. Und wir kennen auch Menschen, die wirklich leiden und schwieriges Leben haben und strahlen vor Freude. Das kennst du sicher. Mhm. Und die, dann fragen wir uns, warum? Dankbar, sie sind dankbar. Also Glück und Freude im Leben hängt nicht in dem Sinn davon ab, dass wir alles haben, sondern dass wir dankbar sind. Die Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude. Dann lass uns doch noch ganz kurz jetzt gegen Ende Viktor Frankl zuhören, der ja Psychiater war, ein Österreicher, ganz bekannt geworden durch Trotzdem Ja zum Leben sagen, hat 4 KZ-Aufenthalte überlebt, die Existenzanalyse begründet, die Logotherapie. Ich habe einen kleinen Ausschnitt dabei. Ja. Ich war am 27. April 1945 aus meinem letzten Konzentrationslager in Kaufering, etwa 40 Kilometer entfernt von München, befreit worden von texanischen Truppen und habe dann hier in München
ein paar Wochen warten müssen, bis ich auf halbwegs legalem Wege nach Wien zurückkehren konnte. Und ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist ein großes Ende qualvoller Jahre, aber zugleich ein großer Anfang von etwas, das kaum vorhersehbar war. Denn wenn ich daran gedacht habe, was mich in Wien, sobald ich zurückkommen kann, erwartet, hat mich natürlich eine gewisse Beklemmung erfasst. Ich wusste ja nicht, wer überhaupt auf mich noch warten wird. Und es hat tatsächlich niemand auf mich gewartet. Und ich habe ein Gefühl gehabt. Entweder angesichts dieser Umstände geht man hin und nimmt einen Strick und hängt sich auf. Oder aber es gibt irgendwelche Ressourcen in einem, die einen davon abhalten. Und das war mein bedingungsloser Glaube an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da. Dieser Sinn nun lässt sich auf dreifache Weise erfüllen. Entweder schöpferisch, indem wir ein Werk schaffen, indem wir eine Tat setzen, oder aber erlebend, indem wir die Schönheit der Natur, die Güte eines Menschen erleben, oder einen Menschen liebend, ihn in seinem innersten Wesen erleben. Und drittens, wo es notwendig ist, wo die Ursache einer Leidenssituation sich auf keinen Fall mehr beseitigen lässt, kommt es darauf an, in welcher Haltung, mit welcher Einstellung wir dieses Leiden auf uns nehmen. Mit Tapferkeit und in Würde. Ja, du hast genickt, als du jetzt diesen Einspieler angeschaut hast. Frankl sagt, der bedingungslose Glaube an einen Sinn, auch wenn er verborgen ist. Würdest du das bestätigen, dass dann auch die Dankbarkeit und überhaupt eben diese Frage nach dem Sinn primär eine Frage der Haltung etwas ist, dass man eine entsprechende Einstellung dafür braucht? Da hast du vollkommen recht, Olivia, ist eine Haltungsfrage. Und was dahinter steht, hinter dem, was Viktor Frankl hier sagt, und hinter Dankbarkeit liegt ja noch etwas, und das ist Lebensvertrauen. Mhm. Wenn wir dem Leben vertrauen, brauchen wir gar nicht ausdrücklich an Dankbarkeit denken oder das Wort auch in den Mund nehmen. Lebensvertrauen ist das Entscheidende. Und wenn wir dem Leben nicht vertrauen, ist alles schon sinnlos und zu Ende. Ne? Das ist halt deshalb genauso beeindruckend bei jemandem wie Frankl mit einer solchen Biografie, dass er das zustande bringt, diese Haltung in sich aufrechtzuerhalten. Und du hast zuvor gesagt, du verehrst ihn. Weshalb verehrst du ihn denn? Eben, weil er durchgehalten hat und sein Lebensvertrauen trotz dieser Schicksalsschläge, das Ärgste war ja, er hat es nur so kurz erwähnt, aber er kommt nach Wien zurück und findet niemanden mehr vor. Genau, alle also, weg. Trotz aller dieser Schicksalsschläge hat er das Lebensvertrauen nicht verloren. Mhm. Und das würde ich jedem Menschen am meisten wünschen, Lebensvertrauen. Und wenn es gar keinen anderen Grund mehr gibt, das Gegenteil ist ja die Hölle werden. Nicht dem Leben zu vertrauen. Aber sag mal, Bruder David, gab es für dich in deinem Leben Momente, wo du dieses Lebensvertrauen verloren hast für einen Moment? Es wird immer wieder herausgefordert. Immer wieder auch. Durch kleine Dinge wird immer wieder herausgefordert. Zum Beispiel? Durch Schmerzen, und natürlich überhaupt durch Wege der Menschen, wie Menschen sich benehmen können, dass so etwas möglich ist. Und, Lebensvertrauen wird schon immer wieder herausgefordert. Aber wenn ich mir vorstelle, na, und jetzt vertraue ich dem Leben nicht, wem soll ich denn dann, wo soll ich denn dann vertrauen? Da verliert ja alles den Sinn. Mhm.
Also nur einfach darum, daraus, dass man sieht, so geht's nicht. Ohne Lebensversorgung geht's nicht. Das wissen wir, das können wir erleben. Also Lebensvertrauen, also versuchen wir es zu schüren, aufzubauen, zu pflegen. Also Lebensvertrauen für sich pflegen. Als letzte Frage, bevor wir aus diesem Gespräch gehen, was würdest du denn Menschen empfehlen oder raten, wie dass sie herausfinden, was der richtige und vielleicht auch wichtige Weg in ihrem Leben ist? Wie sie Lebensvertrauen lernen können? Durch Dankbarkeit, weil die ist ja ein Ausdruck dieses Lebensvertrauens. Jeden Augenblick hinzuschauen, was schenkt mir jetzt das Leben? Und nur, dass ich atmen kann, nur, dass ich lebe, das habe ja nicht ich verursacht, gekauft, irgendwie mir ausgesucht. Das Leben lebt mich. Wie soll ich ihm dann nicht vertrauen? Dann würde ich sagen, damit beenden wir das Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Bruder David Steindl-Rast, für dieses Gespräch. Du hast über den Tod gesprochen und da würde ich schon noch etwas dazufügen. Ein Satz, den nicht weiter ausführen möchte, aber der von Otto Maurer stammt. Das war ein sehr berühmter Prediger in Wien, in meiner Jugend, der Künstlermessen gehalten hat. Und da konnte man alle berühmten Künstler, manche Leute sind nur dort in die Kirche gegangen, weil sie die berühmten Künstler sehen wollten. Und der hat ein sehr tiefes Wort geprägt. Der Mensch stirbt nicht am Tod, sondern an ausgereifter Liebe. Und das ist schon etwas, was man nicht weiter breitreden sollte, aber sich überlegen. Dann haben wir jetzt dem Leben und dem Gespräch noch etwas hinzugefügt. Vielen Dank. Danke dir, Olivia. Ja, wofür seid ihr in eurem Leben dankbar? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr solche Gespräche sehen wollt, dann abonniert doch die Glocke und hier drüben findet ihr noch mehr inspirierende Gedanken.